grüß Gott. Ich will, Entschuldigung, noch ein Video machen, zwar über diese Foundation hier. Die habe ich jetzt die ganze Zeit benutzt und ich glaube, ich kann ein bisschen was dazu sagen. Entschuldigung, ich komme immer am Schreibtisch an und dann wackelt die Kamera. Also das ist das Natural Matte Make-up von Manhattan Clear Face. Das kennt sie vielleicht eh schon. Das ist jetzt die neue Verpackung. Die war damals blau. Also ich weiß gar nicht, ob die da so ein Make-up gehabt haben, aber ich glaube schon. Da gibt's, also es ist angeblich alles dasselbe. Aber ich glaube, diese Dinge sind neu, weil die habe ich früher nicht gesehen. Oder waren sie immer zu dunkel? Irgend sowas. Ich habe es in der Farbe 70 Vanilla. Die Farbe ist da immer hier auf so einem Sticker, wo der Strichcode drauf ist. Da. Werdet ihr jetzt nicht sehen können, beziehungsweise lesen, aber 70 Vanilla. Es ist ein bisschen dunkel, also es dunkelt nicht nach, aber ja, wie soll ich das erklären? Beim Auftrag ist es ein bisschen dunkler. Also ich kann euch da mal ein bisschen was an der Hand zeigen. Moment. Hier. Und ich kann euch das mit dem Pinsel, den ich vorher gerade benutzt habe, auch zeigen. So. Es lässt sich auch gut verteilen, ja. Aber ich hoffe, ihr könnt das jetzt so ungefähr sehen. Es ist ein bisschen dunkler als meine Haut natürlich. Ich meine, ich schaue immer blass aus, selbst in der Kamera, aber vertraut mir, es ist dunkler. Habe ich mal ein Foto gemacht, ich bin mir nicht sicher, ob man das sieht, aber ich blende es euch trotzdem mal ein. Vielleicht erkennt ihr ja ein bisschen was von meiner Haut und von der, wo die Foundation ist. Das größte Negative, was ich dran finde, ist 30 Milliliter. Und das Teil, glaube ich, kostet 4-5 Euro, wenn es mich jetzt nicht irrt. Ich finde ein bisschen, also ich werde euch jetzt mal den Auftrag hineinschneiden. Das ist nämlich, Sparky, musst du und habe meine Füße liegen. Das ist nämlich schon länger gedreht worden. Das habe ich aufgenommen, wie ich das erste Mal benutzt habe. Mein Mann knurrt, oh mein Gott, hoffentlich habt ihr das jetzt nicht gehört. Ja, also ich hoffe, ihr kennt da ein bisschen was. Da war die Tube auch noch ein bisschen voller. Das seht ihr auch, glaube ich, aber ich zeige es euch ja. Und ja, ich schneide euch das mal rein, also damit ihr es sehen könnt und dann wisst ihr, wie der Auftrag ist. Yeah, but she tell me that's just how it goes. She has got the fire in her transition. When no one around, she cannot drown a vision. For seasoning on that screen. She's picturing her dream. She takes control, she's got no inhibitions. This is what you gotta do is take the lead. Open up your eyes, don't go in blindly. Create your history. Positivity for security is a reality. Yeah. She's hearing in her mind what's really going on. All she knows is that she'll insist that her no way. Way. She was gonna take a ride, she was gonna make it. Got a baby to be knowing that me. She's the one that's gotta go and get it. She was gonna hit the hype. She was gonna break it. Gotta break free from the world today. Free from the world today. She's gotta get away. Yeah, hun, you got it to smash. You got the stash, you got it to blast. Half full is how you fill in your glass. Oh, with all that ass. She got everything to bring with a swing and a step. Not phase, not blaze, swinging on happy days. She'd rather give up the pump than give up the fun. With the hits, with the... Ja, ihr habt ja den Auftrag jetzt gesehen. Ja, also der Auftrag ist gut und der Geruch, ich finde den Geruch gut. Aber für Leute, die jetzt Make-up, Foundation, BB Cream, sonst irgendein Scheiß, nicht mit Geruch haben wollen, Finger weg von dem. Also, ich meine, ihr riecht das später nicht mehr. Also, nach einer Weile vergeht der Geruch natürlich, aber während dem Auftrag, ich muss den Ellbogen weggeben vom Schreibtisch, so ein Shit, hörst du. Während dem Auftrag riecht sie das schon stark. Also richtig stark. Und der Geruch ist ein bisschen schwer zu erklären. Also es ist parfümiert, würde ich jetzt sagen. Man riecht das... Oh, jetzt stinkt.
Ich rieche auch nicht wirklich viel. Ich bin nämlich krank. Na, ich kann nicht sagen. Also ich rieche jetzt nicht wirklich was, aber man riecht, also beim Auftrag riecht man es. Ich schwöre es euch, dieses Teil hat einen Geruch. Und es ist jetzt auch nur noch, also es ist auch nicht mehr viel drinnen, ihr seht das. Also bis hier hin ungefähr ist noch was drin. Und die habe ich noch nicht mal lange. Also ihr habt sie ja in einem Haul, glaube ich, gesehen. Und das ist noch nicht so lang her, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Und wenn du die einen Monat lang durchbenutzen würdest, würde die total schnell leer gehen. Also der Inhalt ist schon mal eine Enttäuschung. 30 Milliliter. Also ich finde, da kommt man nicht lang aus damit. Vielleicht für Leute, die, weiß ich nicht, mehrere Foundations haben und die ausprobieren wollen, ist das gut, weil die geht schnell leer. Aber ich mag sie sehr. Ich finde sie wirklich, wirklich gut. Das ist das Problem jetzt, weil ich nicht weiß, ob sie nachkaufen werde oder nicht, weil jetzt so wenig drinnen ist. Ich habe auch noch genug jetzt, aber ich meine, wenn die anderen leer sind, dann will ich ja dann entscheiden, endlich eine, die ich dann dauerhaft habe. Und mir wäre lieber, das wäre die, weil die ist wirklich gut. Und sie deckt, also die Deckkraft ist jetzt so, ja, also da steht jetzt drauf, dezente Deckkraft. Ja, also es kommt hin. Also ich muss schon noch meine Pickel jetzt mit dem hier abdecken, weil sonst würde man noch alles sehen, aber. Ja, also ist schon eine angenehme Deckkraft. Also für die Leute, die nicht so deckende Foundations mögen, ist das auf jeden Fall was. Was könnte ich noch sagen? Ja, Inhalt habe ich mich schon beschwert. Die Verpackung ist toll, oder? Was sagt ihr zur Verpackung? Das ist immer ein echter Hingucker, oder? Die Verpackung und den Geruch liebe ich heiß. Nur die Öffnung, also von der Foundation jetzt. Nicht erschrecken, dass es schon ein bisschen voll gesifft. Aber die Öffnung, die hasse ich wie die Pest. Mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Da wäre mir eine andere Öffnung lieber. Aber, ja. Das ist so wie bei Handcremes. Da habt ihr das auch immer so. Schaut. Solche Öffnungen. Ich hasse diese Dinger. Also, warum man das nicht irgendwie anders hat machen können. Ja, also da kann man sich jetzt streiten drum. Ich finde die Öffnung halt doof. Weil das hat mich bei dem Essenz-Teil, was ich euch in dem Aufgebraucht-Video gezeigt habe, ja auch dauernd genervt. Da habe ich einmal in einem Vlog dauernd gejammert darüber. Und bei dieser BB-Cream von Garnier brauchen wir gar nicht reden. Diese Matte. Das ist ja. Die dämlichste Öffnung, da ist mir das sogar ein bisschen lieber, wenn das so ist. Aber diese Spitze, das war ja total die Hölle. Ja, ich glaube, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Ich habe sie auch drauf, also mit Bronzer jetzt natürlich drauf, aber ich hoffe, ihr seht da ein bisschen was. Aber ihr habt eh den Auftrag davon gesehen, da zeige ich euch das ja genauer. Ja, also ich liebe sie. Für mich ist sie sogar besser als das Essence Moisturizer Ding. Seit ich die benutzt habe, mag ich die mehr als das Essence Moisturizer Teil. Ja, aber wenn es leer wird, habe ich ein Pech gehabt, weil ich habe noch zwei andere Foundations und die eine BB Cream von Garnier. Also mein Fazit ist auf jeden Fall, dass sie gut ist. Ich werde sie mir auch auf jeden Fall nachkaufen, auch wenn jetzt so wenig Inhalt drinnen ist, aber mein Gott, so oft. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit nicht so oft geschminkt, weil ich war relativ faul. Deswegen sind die Favoriten auch so mager ausgefallen. Also, ich finde sie gut. Ihr müsst es mal ausprobieren, aber ich zwinge euch jetzt nicht dazu. Also, der Geruch ist wirklich gewöhnungsbedürftig davon. Wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich nehme das Ding jetzt mal weg, sonst halt jetzt das die ganze Zeit in die Kamera. Okay, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen was geholfen. Ich wollte nämlich unbedingt so ein Video drehen, weil das war jetzt schon länger geplant. Und apropos länger geplante Videos. Die Videos, die ich euch noch schulde, kommen bald. Also ich bin jetzt krank geworden, sonst hätte ich schon vorher abgedreht. Aber und das eine, das Fragen-Antworten-Video, da ist die Qualität so schlecht. Das könnte ich nicht einmal in HD bringt sich das was zu. Na, das will ich nochmal drehen einfach. Und das kommt alles dann noch. Habt Geduld mit mir. Jetzt ist die eine Woche, habe ich ja noch Zeit, weil da bin ich ja noch zu Hause, weil dann gehe ich wieder arbeiten. Ich hoffe, ich schaffe das. Also da werde ich jetzt dann viele vordrehen und dann habt ihr das Video dann. Okay, das war's jetzt. Ich glaube, jetzt reicht's. Bis dann. Tschüss.